Ich brauche neue Laufschuhe. Aber welcher Laufschuh passt denn eigentlich zu mir? Und worauf kommt es beim Kauf eines Laufschuhs eigentlich an? All das klären wir jetzt in diesem Video. Nach einer langen Verletzungspause geht es für mich endlich wieder los mit dem Sport und natürlich auch mit dem Laufen. Und da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass es gar nicht so ganz einfach ist, in dem Dschungel der Laufschuhe so richtig durchzublicken, bringe ich heute etwas Licht ins Dunkel, damit ihr für euch am Ende des Videos den perfekten Laufschuh auswählen könnt. Und ja, Leute, selbstverständlich, Online-Bruder-Korte hat euch natürlich auch hier unten in der Infobox einige Laufschuhe verlinkt. Das Video ist übrigens dreigeteilt. Als erstes gibt es die Laufschuhtypen bzw. Arten. Dann spreche ich über den Laufstil und später dann die Tipps für den Laufschuhkauf. Starten wir mit den unterschiedlichen Laufschuhtypen und hier wird kategorisiert in drei unterschiedliche Typen. Einmal in den Trainingsschuh, in den Trailrunning-Schuh und in den Wettkampfschuh. Starten möchte ich jetzt an dieser Stelle als erstes mit den Trainingsschuhen, denn die sind deine alltäglichen Begleiter beim Laufen, sage ich jetzt mal. Und zwar sollten diese Art von Schuhe dir wirklich maximalen Komfort bieten. Das ist so der perfekte Schuh, wenn du 3 bis 4 Mal die Woche im Park oder auf dem Asphalt laufen gehst und dieser Schuh sollte dir eine gute Stabilität geben, eine gute Dämpfung und mit diesen Schuhen solltest du auch wirklich etliche Kilometer laufen können. Weiter geht's mit dem Trailrunning-Schuh bzw. dem Geländeschuh. Solche Schuhe sind hervorragend dafür geeignet, wenn du zum Beispiel viel im Wald läufst oder sehr viel auch im Gebirge läufst, denn solche Arten von Schuhe sind wirklich sehr robust und teilweise sogar wasserfest und geben dir wirklich eine maximale Stabilität. Die sind vom Grip her, auch von der Sohle her, etwas anders als so ein normaler Laufschuh, sind dementsprechend auch nicht ganz so flexibel wie so ein Daily Trainer und haben auch nicht ganz so eine krasse Dämpfung wie so ein Daily Trainer. Und ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, mit solchen Schuhen ist es auch wirklich sehr, sehr unkomfortabel, auf dem Asphalt zu laufen. Also solche Schuhe sollten dann auch wirklich nur im Gelände verwendet werden. Weiter geht's mit dem Wettkampfschuh. Wettkampfschuhe sind meistens relativ leicht und wie man hören kann, Wettkampfschuh, ja, solche Schuhe werden überwiegend in Wettkämpfen verwendet. Denn Wettkampfschuhe haben meistens eine Carbonsohle oder sind mit Carbonfasern ausgestattet und dementsprechend gibt es eine sehr, sehr krasse Energierückgewinnung, wenn man mit so einem Schuh läuft. Vorausgesetzt ist hier auf jeden Fall eine gute Lauftechnik und solche Schuhe sind vorwiegend dafür gedacht, dass man einfach wirklich sehr schnell damit laufen kann. Dementsprechend, wenn du auf der Suche bist nach deiner Bestzeit und wirklich schnell laufen möchtest, dann ist das der richtige Schuh für dich. Mit solchen Schuhen kannst du allerdings auch nicht ganz so viele Kilometer laufen wie mit einem Daily Trainer, weil die Abnutzung einfach hier etwas höher ist, aber hiermit bist du auf jeden Fall sehr fix unterwegs. Also, du sollst dich auf jeden Fall entscheiden, was für eine Art von Laufschuh du benötigst. Bei mir ist es jetzt aktuell der Fall, dass ich einen Daily Trainer suche, um einfach so ein bisschen mehr Stabilität in mein Sprunggelenk zu bekommen mit einer richtig guten Dämpfung. Kommen wir jetzt zum zweiten Part und zwar zum Laufstil-Check. Den Laufstil-Check machst du aus dem Grund, damit du anschließend weißt, ob du einen Laufschuh mit einer Pronationsstütze brauchst oder einen Neutralschuh ohne Stütze. Warum das wichtig ist, werdet ihr jetzt merken. Kurze Info, was ist eine Pronation? Eine Pronation ist das Einwärtsrotieren des Fußes, nachdem der Fuß aufgesetzt hat. Und das gehört zum ganz natürlichen Bewegungsablauf mit dazu, ist aber je nach Person individuell ausgeprägt. Und jetzt wird es an dieser Stelle nämlich auch interessant. Jetzt wird das Ganze nochmal untergliedert in Überpronation, in Supination und in Neutral. Und ich erkläre dir jetzt, was das ist. Bei einer Überpronation ist es so, dass der Fußaufsatz über die Ferse erfolgt und dann nach innen rotiert. Und da ist es meistens so, dass man ein X-Bein hat oder einen Plattfuß, weil halt das Innenknicken sehr ausgeprägt ist. Ein guter Indikator für eine Überpronation ist das Abnutzung der Schuhe auf der Innenkante. Bei der Supination erfolgt der Fußaufsatz über die Außenkante des Fußes. Und das ist meistens dann der Fall, wenn man zum Beispiel O-Beine hat oder auch ein sehr hohes Fußgewölbe. Ein guter Indikator an der Stelle bei einer Supination ist die Abnutzung des Schuhs an der Außenkante. Und dann gibt es noch die neutrale Form und da ist es so, dass der Fußaufsatz genau auf der Ferse landet und dann leicht nach innen rotiert. Nur leicht. Und da hat man einen normal ausgebildeten Fuß und eine gerade Beinachse. Ein guter Indikator hier ist die Abnutzung bei Neutralläufern in einem S-förmigen Muster. Wenn du aufgrund der Abnutzung deiner Schuhe zum Beispiel nicht herausfinden kannst, was für einen Laufstil du hast, dann solltest du auf jeden Fall nochmal ganz genau deine Beinstellung und auch nochmal deinen Aufsatz der Füße anschauen, wenn du läufst. Schaut euch das einfach nochmal an, macht euch nochmal Bilder und wenn ihr aufgrund von den Bildern das auch nicht herausfinden könnt, dann habt ihr noch folgende Möglichkeit, dann nehmt euch einfach mal auf beim Laufen und zwar frontal, von hinten und von der Seite und schaut nochmal ganz genau, wie eure Beinstellung ist, als auch wie das Aufkommen
Volumen des Fußes aussieht. Und wenn ihr nach der Videoanalyse das auch nicht rausbekommt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal bei einer professionellen Laufanalyse vorbeischauen. Kostet ca. 100-200 Euro und die analysieren dann euer Laufverhalten ganz genau. Abschließend noch zum Laufstil-Check solltest du auf jeden Fall Folgendes merken. Wenn du ein übermäßiges Einknicken nach innen bei dir bemerkst, zum Beispiel aufgrund einer X-Beinstellung, dann solltest du auf jeden Fall auf Laufschuhe zurückgreifen mit einer Pronationsstütze, wie zum Beispiel den Essex Gel Kayano. Der verhindert nämlich dieses übermäßige Einknicken nach innen. Wenn du Neutralläufer bist oder eine etwas leichte O-Beinstellung hast, dann kannst du auch ganz normale Neutralläufer verwenden. Das ist alles gar kein Problem. Also wenn du das auf jeden Fall mitnimmst, das ist schon mal gut. Und wenn du halt irgendwie ein bisschen unsicher bist, wie gesagt, dann mach am besten eine professionelle Laufanalyse. Weiter geht's mit den Tipps für den Kauf eines Laufschuhs. Das solltest du beim Kauf auf jeden Fall beachten. Erstens die Passform. Wenn du in so einen Laufschuh reinschlüpfst, dann solltest du auf jeden Fall das Gefühl haben, dass der Laufschuh sich an deinen Fuß so ein bisschen anschmiegt. Es gibt Leute, die haben halt etwas breitere Füße, es gibt Leute, die haben etwas schmalere Füße. Der Laufschuh sollte einfach zu dir und deinem Fuß passen. Punkt Nummer 2 ist die Größe. Ich empfehle euch auf jeden Fall bei Laufschuhen Minimum immer eine halbe Nummer größer zu nehmen, wenn nicht sogar eine ganze Nummer größer. Denn beim Laufen schwillt der Fuß logischerweise an, plus du schiebst dich auch automatisch so ein Stück weit nach vorne und um halt Verletzungen oder dunklen Zehen oder Blasen vorzubeugen, nimm lieber eine Nummer größer. Drittens ist die Fersenstabilität, finde ich unfassbar wichtig, gerade dann, wenn man zum Beispiel eine Verletzung hatte, damit man nicht wegknickt, gerade wenn man irgendwie verletzungsanfällig ist oder dafür anfällig ist, einfach beim Laufen hin und wieder mal wegzuknicken, achtet auf jeden Fall darauf, dass die Ferse gut stabil ist. Man kann leicht so ein bisschen rausschlüpfen, das ist in Ordnung, aber bitte nicht zu viel. Und viertens solltet ihr auf jeden Fall nicht nur ein paar Laufschuhe besitzen, sondern definitiv ein paar Laufschuhe mehr. Grobe Faustformel, wenn du 2 bis 3 Mal die Woche laufen gehst, solltest du auch auf jeden Fall 2 bis 3 Paar Laufschuhe im Schrank haben. Nein, das ist nicht übertrieben. Wechselt da einfach ein bisschen her, denkt da auch an eure Gesundheit, denn die Laufschuhe sollten ein paar Kilometer machen und ihr wollt auch auf jeden Fall Verletzungen vorbeugen. Also, wenn ihr 2 bis 3 Mal die Woche laufen geht, organisiert euch 2 bis 3 passende Laufschuhe. Wenn ihr 4 bis 5 Mal die Woche laufen geht, dann halt dementsprechend 4 bis 5 Paar. So, jetzt solltest du auf jeden Fall wissen, welcher Laufschuh zu dir und deinen persönlichen Bedürfnissen passt. Und falls du noch jemanden kennst, der vielleicht aktuell auch gerade auf der Suche ist nach passenden Laufschuhen, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich möchte nämlich, dass ihr da draußen mit den passenden, für euch passenden Laufschuhen herumlauft. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Running.